Moin und herzlich willkommen zu einem neuen VGC-Part auf diesem Kanal. Ich habe mich sehr, sehr lange gedrückt, dieses Pokémon zu benutzen, weil ich es nicht so richtig verstanden habe. Aber es hat schon eine sehr, sehr coole Fähigkeit. Ich spreche natürlich von Horerba, ihr seht es hier gerade auch schon. Es hat nämlich die Fähigkeit Windreiter. Was macht das? Wenn Rückenwind aktiv ist, kriegt er einen Attack-Boost. Das ist schon mal ganz cool, auf jeden Fall. Aber was zusätzlich noch eine nice Sache ist, wenn er von einer Windattacke getroffen wird, kriegt er nochmal einen Attack-Boost, jedes Mal. Man denkt sich so, ja, Windattacken, was ist das? Tatsächlich sind das auch Attacken, die relativ häufig gespielt werden. Zum Beispiel sowas wie Hitzewelle auf Yuyu, ne? Der würde den einfach umklatschen, aber man kriegt davon keinen Schaden und kriegt einen Attack-Boost. Aber auch sowas wie Blizzard zum Beispiel wird ja im Moment auch extrem viel gespielt. Es gibt viele Schneeteams mit Eisenbündel und mit Rexbizarre, die einfach Blizzard spammen wollen und da eine Möglichkeit zu haben, reinzuwechseln, beziehungsweise ich glaube auch, dass viele das nicht auf dem Schirm haben, dass Blizzard jetzt gerade eine Windattacke ist und es einfach denken, geil, das ist ein Free KO. Vierfach effektiv gegen Papunga, sehr effektiv gegen Horerba, aber letztendlich kann man dann das sehr, sehr einfach umgehen, indem man sich halt die Attack Boosts holt und dann eventuell überraschenderweise mal mit Horerba hier durchsweept. Ist natürlich eine Wunschvorstellung, dass das heute mal funktioniert. Wir haben aber auf jeden Fall auch unseren eigenen Rückenwind dabei, um diesen ersten Angriffsboost zu aktivieren und haben dann zusätzlich auf Papunga noch die Feenbrise, ist auch eine Windattacke, die wir dann auf unser eigenes Horerba hauen können, um uns da die ganze Zeit zu setupen. Zusätzlich dann noch Blättersturm, um Schaden zu drücken, ist tatsächlich ein offensives Papunga und Pollenknödel, um dann Horerba vielleicht oder was immer daneben steht, wieder hochzuheilen. Die Feenbrise ist übrigens auch dafür da, um unser Dinglu zu aktivieren. Der hat nämlich den Schwächenschutz drauf. Ich dachte mir, komm, Offensivfest haben wir 12 Millionen Mal gesehen. Wir hauen hier mal den Schwächenschutz drauf, triggern den und drücken dann Erdbeben. Ist natürlich mit Papunga irgendwie auch eine coole Option, da nicht getroffen zu werden. Und ich dachte mir, komm, wir spielen den mal so. Übrigens, wenn euch interessiert, wie ich hier so die EVs verteilt habe, Pokepaste findet ihr in der Videobeschreibung, ebenso wie einen Link zu meinem Discord. Da poste ich auch immer Teams rein, ihr könnt euch austauschen, wir können uns austauschen. Schaut doch gerne vorbei, wenn ihr daran Interesse habt. Wir haben dann hier noch ein Akani, das ist so ein bisschen der Kleber, Support-Kleber von dem Team. Der hat den Bedroher logischerweise drauf, um physische Attacker zu nerven, genauso wie Irrlicht. Und die Standpauke, um gegen spezielle Attacker ein bisschen was zu machen. Der ist natürlich vor allem dafür da, ja, zu supporten und die anderen Mons so ein bisschen langlebiger zu machen. Wir haben nicht nur die Rückenwind-Option, wir haben auch noch eine Bizarrum-Option. Ich finde, Silembrim sieht, immer wenn ich den nutze, ist der übel nice, weil ne, es gibt super viele Dark-Types im Moment. Wir sehen alle, wie stark natürlich Flatterhaar ist, einfach weil er natürlich offensiv eine gute Coverage hat mit Fee Geist und Fee sieht halt offensiv einfach so stark aus in der Meta derzeit. Und wir haben mit Silembrim halt einen super starken Zauberschein im Bizarrum. Und treffen mit Terra Ausbruch Feuer dann die ganzen Stahlmons, die wir sonst nicht treffen und können da schon überraschenderweise jede Menge einfach ausnocken. Und die Bezahlung kriegen wir halt raus, indem wir einfach irgendwas mogelhieben und dann den halt relativ safe meistens drücken können. Und ich fand das ganz cool, so zwei Varianten zu haben, wie man das Team spielen kann. Also man kann entweder sagen, okay, ich gehe die super schnelle Route, gehe mit Papunga und Horerba rein, hol den Rückenwind raus und versuche zu sweepen. Aber man kann auch einfach über die Bizarrraum-Action gehen und dann vielleicht am Ende noch mit Horerba ein paar KOs holen. Das heißt, wir sind da so sehr variabel und ich glaube, das macht das Team auch auf jeden Fall sehr stark. Ich habe schon ein paar Testmatches damit gemacht und da hat es sehr gut funktioniert. Und ich will euch das jetzt nochmal live auf der Ladder zeigen. Wenn ihr das Team auch ausprobieren wollt, gerne rechts oben ist eine Team-ID und jetzt geht's ab auf die Ladder. So, erstes Matchup und ich sag, Horerba sieht jetzt nicht super strong aus, aber wir sehen direkt die angesprochene Blizzard-Kombo, ne? Also, wenn er sich... Ich habe keinen Bock auf Dondoso, logischerweise, weil das Team hat nicht so die Antworten, außer Horerba. Sonst kann ich wirklich relativ wenig gegen den machen, außer den verbrennen. Ich glaube, ich gehe mit der Rückenwind-Kombi rein. Beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, mit den beiden reinzugehen. Weil ich brauche den Rückenwind eventuell gar nicht so sehr. Ich will Akani auf jeden Fall dabei haben für den Bedroher. Boah, ich glaube, ehrlich gesagt, ich gehe vielleicht mit Silembrim rein, weil ich will hier den Bizarrraum eher haben, nicht den Rückenwind. Klar kriege ich dann keine Attack-Boost, aber gegen Dondoso bringt er mir eh nichts. Dann gehe ich mit den beiden rein. Ich glaube, das ist es. Ich will Horerba showcasen. Ich würde den nicht unbedingt mitnehmen, glaube ich, wenn ich... Also ich würde dann, glaube ich, eher noch mit Eisenhand reingehen, weil der sieht natürlich auch strong aus, ne? Trifft 3 sehr effektiv, 4 sogar. Aber... Ne, wir wollen den ja zeigen, deswegen.
Okay. Kommt da eine Lead-Kombo, die ich jetzt so nicht erwartet habe? Für das Silamrim sieht die natürlich erstmal okay aus. Aber auch nicht okay, weil der ist halt schon gepressured, ne? Ich könnte direkt mal einen Akani reinhauen in den Slot, weil ich könnte mir vorstellen, dass da sowas wie... Also, dass da keine Bodenattacke reinkommt, eher vielleicht die Flugattacke, die nimmt Akani an sich. Ich würde gerne den Bizarro-Ram rausholen, aber ich glaube, dass ich hier einfach erstmal einen cheeky Zauberschein drauf habe, weil dann ist, wenn ich den rausbekomme, ist Akani danach langsamer und dann bin ich sehr gepressured von der Bodenattacke. Deswegen spiele ich es erstmal so. So, da kommt auf jeden Fall mein Switch. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht Konzentrator ist, sondern Multischuppe, damit wir hier... Obwohl, ich sag, ich nehme beides, es ist aber Multischuppe. Dann machen wir weniger Schaden, dafür nehmen wir weniger Schaden. Kommt Turbo-Tempo, das macht trotzdem viel Damage. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Erdbeben, okay. Erdbeben ist doof jetzt, ne? Ist auch krass, dass er darauf committet, weil da stand ein Horerba, der hätte schon ordentlich Damage gemacht gegen sein Dinglu mit der Pflanzenattacke. Aber wir kriegen jetzt hier einen Zauberschein rein. Der wird jetzt nicht so guten Damage machen, weil wir natürlich Multischuppe haben. Der wird die LV haben und wir sind natürlich auch ein bisschen, ja, geschwächt. Wir können jetzt hier aber vielleicht ein Irrlicht irgendwo draufhauen und nochmal rauswechseln. Und ich glaube, das wird es auch sein. Das Irrlicht kommt auf den Slot. Und hier wechseln wir in unser Bramblegast raus. Weil wenn da doch mal Turbo-Tempo reinkommt, macht es nichts. Wenn Erdbeben kommt, macht es auf den Slot auch nichts. Und da kriegen wir hier einen relativ guten Switch in. Haben beide schon mal auf minus 1. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt hier von seiner Seite vielleicht irgendwie eine Terra kommt und der die schon mal wastet. Wäre alles eine ganz coole Sache. Klar, das Erdbeben wird trotzdem noch scheppern. Er switcht auf jeden Fall nicht, weil wir als erstes rauswechseln. Wir sollten mit unserem Min-Speed Silentrim auf jeden Fall das langsamste Mon sein. Und da kommt Horerba rein und die Terra. Ich hoffe auf Terra Normal derzeit. Das ist aber Dinglu. Ich hoffe nicht auf Terra Feuer. Ist es nicht. Es ist Terra Poison. Ich sag okay, weil da haben wir noch eine Psychokinese. Aber Silentrim ist natürlich schon relativ low. Da kommt Turbo-Tap auf Bramblegast. Sehr schön, das haben wir schon mal gut gelesen. Irrlicht kommt, Irrlicht trifft. Ich gehe davon aus, der ist LV. Das sah mir nicht nach... nach Lumberry aus, so. Kriegt eine Verbrennung. Ist keine Lumberry. Kommt Erdbeben. Klar, Akani wird davon ein bisschen Damage bekommen. Aber der wird das auf jeden Fall noch einigermaßen gut leben. Genau. Und wenn das natürlich jetzt hier ein Walband Dragoran ist, dann können wir hier einmal Schutzschild drücken. Und ich denke, eventuell eine Phantomkraft schon mal irgendwo drauf fahren. Er hat ja keinen Normaltyp mehr dabei, ne? Wen will ich Terran? Dinglu, Terra, wenn er noch Dondoso am Start hat, wäre eine Sache, ne? Und dann würde ich mir auch lieber gerade Terra Wasser beziehungsweise auch vor allem den Pflanzentyp auf dem Boy hier aufheben. Ah, es ist schwierig. Ich glaube, ich drücke Phantomkraft in den Slot. So, Schutzschild kommt, der wechselt auf jeden Fall nicht, was ich gut finde. Ne? Es hätte jetzt überall Dondoso reinkommen können. Es kann auch sein, dass der den nicht dabei hat. Da kommt Turbo-Tempo, der scheint gebandet zu sein. Ich bin mir nicht so sicher. Kann das gerade nicht so einschätzen, weil der war vorhin auf minus 1. So, da kommt die Phantomkraft. Jetzt hätte ich... So, wie viel macht die? Nicht so viel. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ich bin kein hartes Wesen und der geht weiter auf Erdbeben. Okay, der geht weiter auf Erdbeben. Vollkommen in Ordnung. Vollkommen in Ordnung. Das macht weiterhin sehr, sehr wenig Damage gegen Weherba. Ich überlege, ob ich wirklich Silembrim reinbringe, weil Silembrim wird mit 49 KP wahrscheinlich nichts mehr anfangen. Da hebe ich mir lieber nochmal den Bedroher raus, um den gleich reinzubekommen. Das Problem ist, wir können Phantomkraft drücken, aber wir werden davon leider dann, im Boden getroffen von Erdbeben. Das ist ein bisschen doof, aber wir gehen hier trotzdem mal auf Phantomkraft, einfach nur um den möglichst großen Damage rauszubekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das schnellste Mon sind. Das heißt, wenn er dann doch vielleicht jetzt auf den, weiß ich nicht, Frustdampfer geht oder so, oder keine Ahnung, auf den Dark Move auf Horerba, dass wir dann hier einen relativ cleanen Switch bekommen, da kommt aber tatsächlich ein Switch von ihm.
Okay, und da kommt Iron Bundle rein. Oh, Leute, wenn jetzt Blizzard kommt, der scheint die Combo noch dabei zu haben. Wenn jetzt Blizzard kommt, haben wir hier eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Da kommt Verderben. Das heißt, der geht tatsächlich nochmal auf den Horerba. Okay. Das ist jetzt eine interessante Sache, weil wir sind langsamer. Es ist ja sehr, sehr gut. Und hier können wir jetzt eigentlich eine Psychokinese raushauen. Wir können ja auch nochmal rausgehen in Akani. Terrafeuer ist es nicht. Ich heb mir Akani gerade lieber nochmal auf und gehe einfach in eine Psychokinese. Wenn wir die rausbekommen, wäre das was. Er hatte keinen Dark-Type. Und also er hatte einen, aber der ist gerade kein Dark-Type mehr. Und da kommt jetzt einfach der Switch in... Okay. Okay, wir sind im Game. Wir sind im Game. Weil, wenn jetzt gleich einfach Double Blizzard kommt und ich werde nicht mit Akani reingehen, obwohl ich gehe mit... Gehe ich mit Akani rein? Da kommt Blizzard. Ja, gut. Der ist weg. Ist in Ordnung. Wir hätten ja auch überlegen können, nochmal zu Terran, aber es war es mir jetzt in dem Fall nicht wert. Und da kommt die Phantomkraft und die macht guten Damage. War ein Crit, okay. Schade, ich dachte wirklich mal, der Boy macht das. So, also wir können in Akani reingehen, einen Bedroher rausholen und einen heftigen Hit pressuren auf der linken Seite. Also ein KO auch auf jeden Fall pressuren. Aber ich gehe, glaube ich, in Dinglu rein. Klar, da kann jetzt ein Double Blizzard kommen. Und da kommt auch ein Double Blizzard. Ich wette mit euch. Das ist so nice. Wir können jetzt hier wirklich mit dem Game davonlaufen. Und zwar machen wir das so, dass wir hier Schutzschild drücken. Und hier drücken wir einfach... Ja, Phantomkraft. Ist es die Phantomkraft? Ich glaube, ich gehe auf eine Blattgeisel. Weil dann nehmen wir den raus und sind im besten Fall auf plus 2. Und dann können wir wirklich mit dem Schattenstoß hier wahrscheinlich dieses Game gewinnen. Der könnte den Eissplitter haben, der Bomber Snow Boy. Damit könnte er uns noch pressuren. Aber wenn er jetzt nur irgendwie Gigasauger hat oder Erdbeben oder was weiß ich. Oh komm, Double Blizzard. Lass mich das direkt im ersten Match rausbekommen. Das wäre wirklich nice. So, Schutzschild kommt und er denkt sich jetzt so, ja, was willst du eigentlich machen? Ich drücke hier Blizzard und du bist weg. Let's go! Let's go! Ich sag euch, das haben viele... Ich wusste das auch nicht lange. Also bei Blizzard wusste ich es irgendwann, aber zum Beispiel Hitzewelle wusste ich nicht. Und zack, ich glaube, er hat damit auch nicht gerechnet. Oh, die Blattgeißel Mist. Die Blattgeißel Mist. Das ist so traurig, wirklich. Weil wir hätten jetzt hier einen KO bekommen, hätten danach Phantomkraft gedrückt und hätten wahrscheinlich noch einen KO bekommen. Klar, wir sind jetzt... War trotzdem ein nicer Turn. Aber wir sind jetzt natürlich in der Position, die nicht so schön ist. Wir können hier... Ich will hier gar nicht Terran mit dem. Ich sag, ich gehe hier einfach auf den Next Strike in den. Und drücke hier einen Schattenstoß auf plus 2. Aber es ist wirklich, wirklich schade, weil wir den KO dann bekommen hätten auf plus 1. Und dann wären wir noch auf plus 2 gegangen. Und ja, wir können es trotzdem jetzt noch gewinnen. Weil, ja, aber wenn er jetzt irgendwie noch einen Eissplitter hat und jetzt erstmal defensiv spielt, dann kann er das auf jeden Fall noch gewinnen. Macht aber nicht. Wir holen den Shadow Sneak. Leute, nein! Was ist das? Klar, der... Okay, er geht einfach weiter auf Blizzard. Aber komm, wir sind auf plus 2. Klar, er hat den Death Boost, aber das ist so enttäuschend, der Junge. Das ist so enttäuschend. Ich bin 100% davon ausgegangen, dass wir den KO holen. Dann hätte ich nämlich safe geterrat. Oh Gott, ist das traurig. Es ist so traurig. Und da kommt der Energieball. Dann hätten wir wirklich Terran sollen auf den. Es ist so traurig. Okay, wir hätten auf safe einfach Terran sollen. Ich dachte halt, wir holen safe den KO. Er geht vielleicht auf Blizzard oder so. Und ja, es war nicht so. Aber wir können halt trotzdem noch gewinnen. Das ist es halt irgendwie. Wir können ja trotzdem noch gewinnen. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass dieses Iron Bundle gespext ist. Ich glaube, das ist gespext. Ich gehe hier einfach wirklich auf, auf ein Schutzschild und Phantomkraft in den. Um mir hier einen chilligen Turn zu holen, weil ich glaube, dass der rausgeht. Ja. Der geht raus. Dinglu kommt aber rein. Ja, vor Dragoran hätte ich gerade. Dragoran lebt noch, oder? Ja. Ich glaube schon. Ich kann mehr. Also es ist ärgerlich. Also es war wirklich, glaube ich, das Enttäuschendste, was ich jemals in dieser ganzen Serie erlebt habe. Dieser Schattenstoß auf plus 2.
Das war sehr, sehr traurig. Konnte Aurora Shire. Also ich mache jetzt auch hier keine guten Turns gerade. Ich bin einfach traurig, weil ich natürlich hier ja den einfach weggehauen hätte, den Bomber Snow Typen. Ich gehe jetzt hier auf die Terra, ich gehe jetzt hier auf den Flammenblitz und werde hier wahrscheinlich trotzdem einen KO holen, aber dann auf den Dingloo-Slot wahrscheinlich nicht und der kann uns einfach mit einem Erdbeben dann rausnehmen. Es ist trotzdem, war das eine coole Sache, um zu zeigen, wie Herber oder Horherber auf Deutsch, wie der funktioniert und wie auch die Gegner relativ wenig Ahnung davon haben, was der eigentlich macht. Aber ich habe Mitleid mit dem. Ich habe Mitleid. Es ist so traurig. Ich werde es aber auf jeden Fall noch versuchen, in der Folge nochmal rauszubekommen, auch mit dem Typen, so ein bisschen die Taktik rauszubekommen. Ist ja erst das erste Match. Wir hätten jetzt vielleicht doch eher den KO direkt holen sollen, dann hätte er den seinen Hit nicht mehr rauszubekommen. Jetzt macht er plötzlich Damage. Jetzt macht er plötzlich Damage. Ist gut auf jeden Fall, dass der 4 Damage macht, auch auf plus 2 mit Aurora Schleier und mit dem Death Boost. Weil vielleicht leben wir jetzt noch was. Es kommt nur Verderben. Jetzt haben wir noch eine Chance. Ich sag, Verderben kann missen. Ich verstehe nicht, warum er. Also entweder er hat jetzt den übelst krassen Plan im Kopf, wie er es auf jeden Fall noch gewinnt. Also ich glaube schon, dass er besser positioniert ist. Aber ich glaube, also Double Protect ist es jetzt erstmal. Einfach um noch den Aurora Shire ein bisschen auszustallen. Und um hier nochmal ein bisschen Burnship zu bekommen. Aber ich glaube, wir können es jetzt noch gewinnen, wenn Akani Bock hat, reinzuscheppern. Wenn der keinen Bock hat, reinzuscheppern, dann können wir es nicht gewinnen. So, Schutzschild kommt. Hä, wenn wir das jetzt noch gewinnen, dann sage ich, Horeba, du bist ja doch ein Cooler. Du hast zwar den enttäuschendsten Shadow Sneak aller Zeiten hingelegt, aber so an sich warst du schon ein Cooler. Der ist, glaube ich, schon auf jeden Fall beendet, wenn der hier auf Aero Ass geht. So, und da kommt Erdbeben. Aero Ass, Erdbeben. Okay. Horeba, hör mal zu. Wir hatten jetzt nicht den besten Start so. Ne? Muss man sagen. Aber guck mal, da ist ein Dragoran. Und du bist auf plus 2. Und der hat einen Aurora Shire draußen. Wie fändest du das, wenn du jetzt einfach dieses. Moment mal. Horeba ist schneller. Boah, es ist gerade, mein Kopf explodiert. Es ist früh am Morgen, ich sag's euch. Samstagmorgen nehme ich das hier auf. Ich überlege gerade, ob ich Dragoran double, weil Horeba ist eh schneller. Dann kriege ich safe den Kill und wenn er nur auf Erdbeben geht, dann überlebt das Horeba vielleicht. Es ist egal. Es ist egal. Ich gehe hier auf Schattenstoß. Das muss killen, dann habe ich noch eine Chance. Wenn nicht, habe ich keine Chance mehr. So, Schattenstoß kommt, das geht nicht. Horeba, du hättest es wirklich, du hättest es machen können. Es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen, wenn du den Kill geholt hättest. Ich habe es mir ein bisschen selber vorzuwerfen, ne, weil ich habe ihn halt den, oh, wir leben das mit beiden. Leute, das ist, was ist das? Bin ich hier im Europapark in der Achterbahn? Ich check hier gar nichts mehr. Ihr sitzt wahrscheinlich zu Hause und denkt, was macht der Junge da? Der redet die ganze Zeit von Gewinnen, von Verlieren, von Gewinnen, von Verlieren. Und ich sag euch, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Schutzschild mit beiden. Aurora Shire, Verbrennung. Ihr wisst, wie es ist. Und danach hat Horeba das dritte Mal die Chance hier zu scheinen. Es ist unglaublich. Dieses Match ist unglaublich, wirklich. Es ist wirklich unglaublich. Die Verbrennung auf Dingloo war es einfach. Ne? Wie viel Erdbeben hat eigentlich Horeba geschluckt? Das ist ja ein Biest. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, was ich über den Jungen gesagt habe. Dieses erste Match ist absolut wild. Ich hoffe, dass die anderen Matches einfach ein bisschen cleaner werden. Und dann nicht die ganze Zeit. Ich habe auch es echt nicht gesehen. Wahrscheinlich gab es irgendwie so einen
klaren Weg, wie ich das hätte gewinnen können. So, ich gehe jetzt hier logischerweise auf den Schattenstoß in den, weil der ist Specs, sonst wäre der vorhin wahrscheinlich nicht rausgewechselt. Und jetzt kommt es natürlich zum... Nö, es kommt auf gar nichts drauf an. Ich denke, das haben wir gewonnen. Wenn wir es jetzt noch verlieren, dann sage ich, ich bin dumm. Aber der Schattenschuss killt ja jetzt auf jeden Fall. Horeba, du bist so ein Cooler. Ich habe nie an dir gezweifelt. Jeder, der das sagt, dass ich an dir gezweifelt habe, ist ein Lügner. Und jeder, der da dieses Video nicht liked, da verstehe ich das an dieser Stelle auch nicht. Let's go! Super clean runtergespielt. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir gehen direkt ins Zweite rein und vergessen dieses Match einfach. Bis gleich. So, Match Nummer 2, wir spielen gegen Yannick, wir sehen den Affen, Akani, Espinodon, Xerox, Flutterhaar und Hutsasa. Ja, interessant, Xerox sieht gefährlich aus, Silemrim ist auch ein guter Konter gegen sein Hutsasa. Und dann gehe ich, glaube ich, einfach mit den beiden rein. Akani will ich dabei haben, boah, Akani sieht schon cool aus, ne? Aber ich brauche auch Damage und bis jetzt ist es noch nicht so Damage-mäßig. Ich glaube, ich bleibe mal bei der Sache und werde mich dann gleich tierisch ärgern, dass ich Akani nicht dabei habe. So, Oma am Start, sehr schön. Epitaph am Start und Espinodon, nicht schön. Ich bin jetzt froh, dass ich Akani gerade nicht dabei habe, muss ich sagen. Ich glaube, ich will ja auf jeden Fall den Bezauberraum rausholen. Ich überlege auch direkt zu Terran. Ja, Terran ist gar nicht so dumm, weil da kann... Ich glaube, ich Terra nicht. Kommt bestimmt ein Bulk ab. Kommt bestimmt ein Bulk ab erstmal. Ich will die Terra jetzt gerade nicht wasten. Wenn denn, und wir leben halt auch eine Rage Fist an der Stelle. Und er kann halt nur einen Mon Terra. Das heißt, so ein Zauberschein wird gleich ordentlich reinscheppern. Und Zauberschein plus Kampfattacke auch. Der Switch ist gut. Ja. Er sieht natürlich, was ich vorhab. Und da kommt Akani rein. Auch sehr, sehr strong. Okay. Betroa kommt. Erstmal Wayne, weil wir können gleich rauswechseln mit dem Voltwechsel. Und da kommt die Terra straight. Okay. Solange das jetzt nicht Terra Geist ist, sehe ich das gerade. Okay, ist Terra Wasser. Ja, Terra Wasser ist auch in Ordnung. Terra Wasser ist auch in Ordnung. So, Mogelhieb kommt, ja. Oh, das ist ein Crit, ja. Den nehme ich doch mit. Da kommt der Protzer. Gefährlich. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Glaubt ihr, da kommt jetzt ein Schutzschild auf Epitaph und eine Standpauke? Ich kann es mir vorstellen. Könnte auch ein Irrlicht kommen. Kann ich mir alles vorstellen. Ich hasse es, gegen diesen Affen zu spielen. Es ist immer einfach nur 50-50... 300. Ich gehe jetzt hier auf eine Psychokinese und auf die Terra und gehe hier auf einen Voltwechsel in den. Falls ein Schutzschild kommt, kriegen wir wenigstens einen Free Switch in. Und ja, Ziel ist jetzt, vom Flare Blitz weniger getroffen zu werden, falls der kommt. Ich glaube eher, es kommt Standpauke oder Irrlicht. Wenn jetzt allerdings hier keine Terra kommt... kein Schutzschild, dann kriegen wir schon ordentlich Damage raus. Und es kommt kein Schutzschild. Hätten wir den Slot auch doublen können. Wir machen da über 50%. Ist da eine Citrobeere oder ist da Lefties drauf? Sind die Lefties drauf? Voltwechsel kommt, macht nichts. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den rein. Ich weiß, es klingt komisch, verstehe ich. Aber ich will den gar nicht haben. Also ich habe Angst, dass das Ding nur jetzt verbrannt wird und dann steht er da und macht gar nichts. Ich will lieber die Möglichkeit haben, vielleicht gleich einen Switch zu generieren. Da kommt der Flare Blitz, sehr schön. Den haben wir schon mal gut abgefangen. Klar, ich glaube, dass die Zornesfaust jetzt killen kann. Ja, die wird killen, glaube ich, an der Stelle mit einem auf plus 1 mit 100 Base Stärke. Ja, schade. Aber wir haben auf jeden Fall gut Damage gedrückt und können jetzt hier eigentlich nochmal... Ja, wir haben kein Special Damage mehr, ne? Wir haben kein Special Damage mehr. Wir haben hier allerdings die Möglichkeit, einen coolen Play zu machen. Der ist jetzt ein bisschen risky, aber nice. Risky, aber nice, weil ich glaube, hier kommt einfach ein Schutzschild auf dem Affen.
Boah, oder? Das Problem ist, der Affe wird langsamer sein. Aber da kommt doch safe ein Schutzschild, oder? Ich könnte es. Also ich könnte den Vogel hieben und eine Blattgeißel draufhauen. Aber da können wir auch eine Nullrunde generieren und der kann uns verbrennen. Ich kann den rechts Mogel hieben und eine Phantomkraft draufhauen. Dann kriegen wir Safe Damage raus. Aber wir können verbrannt werden. Oder ich gehe auf den Risky Play und ich drücke links Mogelhieb und rechts Phantomkraft. Ich gehe auf diesen Midground Play. Ja. Oh, Leute, ich hätte den Risky Play machen können. Links Mogelhieb, rechts Phantomkraft. Ich hätte Safe Damage bekommen. Und er hätte aus diesem Turn gar nichts gehabt. Weil jetzt kommt hier einfach nur ein Irrlicht. Nee, ein Flammenblitz. Der ist schneller. Klar, wir sind auf 155 Speed. Der ist auf jeden Fall nicht Max Speed. War ein Crit. So leid es mir für Horeba tut. Der Crit hat höchstwahrscheinlich nicht gemattert. Es wäre ein geiler Play gewesen. Es wäre ein saugeiler Play gewesen. Jetzt sind wir hier schon auf zwei Mons. Und eieiei, dieses Match läuft gar nicht gut. Es läuft gar nicht gut. Wir müssen jetzt hier schon auf Crits hoffen und so Zeug. Das ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber wir flinchen jetzt einfach. Wir flinchen und gewinnen. Und critten. Wir holen jetzt hier ein Double KO. Jeder, der was anderes sagt, glaubt nicht an Hex. Und wer nicht an Hex glaubt, bekommt auch keine. Ihr müsst einfach dran glauben. Hutsasa, ei, weiß ich jetzt auch nicht, was wir gegen den noch so anstellen sollen. So, Steinhage kommt. So, Crit Nummer 1, das war kein Crit, schade. Upright Heap, Crit Nummer 2, das war kein Crit, schade. Upright Heap, das ist sehr viel Schaden. 5 minutes later. Kann an der Stelle auch aufgeben, war trotzdem ein cooler Kampf, aber wir versuchen nochmal im nächsten Match vielleicht ein bisschen mehr, besser zu spielen und da vielleicht noch einen Win zu holen. So, wir sind im letzten Matchup und wir kämpfen gegen Toni. Wieder ein cooles Team. Wir sehen die Schnecke, wir sehen einen Brüllschweif, wieder Espinodon, der natürlich schon pressured, weil er sehr viel, sehr effektiv trifft. Wir sehen Garados, wir sehen ein Flatterhaar und wir sehen ein Ramot. Ja, cool. Bizarum ist eine coole Sache. Ich habe schon Bock, den rauszubekommen, weil der strong ist. Deswegen denke ich, ich werde versuchen, wieder mit dem gleichen Lied reinzugehen. Klar, er hat einen Geist, klar, er kann den irgendwie auch wieder dann seinen Bedrohermon rein wechseln, aber der Voltwechsel pressured halt schon sehr strong. Ich finde auch den Boy wieder sehr stark. Und so leid es mir tut, ich finde Bramble Guest nicht so gut. Das Problem ist, ich habe Angst vor der Schnecke, weil wenn die zwei hier droppen, dann kann ich gegen die Schnecke gar nichts mehr machen. Deswegen glaube ich, ist es diesmal nicht Horeba. Aber klar, es ist so ein bisschen, das Team ist um ihn so ein bisschen gebaut, aber er muss auch in den Matchups nicht immer mitkommen. Deswegen denke ich, ich gehe hier nochmal mit Akani rein. Der sieht einfach insgesamt stronger aus. So, Toni, schickt auf jeden Fall Garados direkt Turn 1 rein. Das ist natürlich eine coole Sache für mich. Ich denke, ich bekomme der Bedroher. Ich denke, ich werde einmal den Zottmogel hieben. Wie er das natürlich gewinnen kann, ist, dass er einfach einen Wasserfall, eine Kaskade auf unser Selembrim draufhaut und den flincht. Aber will er sich darauf verlassen? Kommt da nicht eher sowas wie Verhöhner, weil er nicht weiß, was unsere Fähigkeit macht oder so? Keine Ahnung. Ich könnte es auch halt echt anders spielen. Also das wäre sicherer. Aber ich mach die sicheren Plays nicht mehr. Ich mache hier Risiko Turn 1. Sicherer wäre es, den Garados dort. Beulenhelm. Verhöhner. Ich hab's gesagt. Ich sag, Magiespiegel ist auch so ein bisschen, man weiß nie so richtig, wie es funktioniert. Aber es funktioniert genau so, dass der jetzt eigentlich gar nichts mehr machen kann. Beulenhelm ist ein bisschen doof. Bizarum ist ein bisschen cool. Ich terra den, glaube ich. Wen soll ich sonst terran, ne? Wenn ich überlege, ich könnte Dark terra den, Wasser terra der andere. Alles eine coole Sache, aber für diesen Play, dass er jetzt sagt, ich ziehe jetzt seine Hits an, mache ich hier einen geilen Voltwechsel drauf und hau hier eine Psychokinese. Hat er einen Dark-Type?
Ja, hat er. Boah, das wäre eine Nullrunde, ne? Wenn er reinkommt. Aber ich mach's trotzdem. Hätte auch Terra Blast können, wäre so ein bisschen der Midground gewesen. Ich will jetzt hier aber sein Rage Powder umgehen und hier erstmal rauswechseln. Auf Safe. Schutzschilden kann er nicht. Und ich würde hier liebend gern Rage Powder gehen. Und er wird Rage Powder haben. Da kommt Rage Powder, sehr schön. Ich glaube, die ersten zwei Turns haben wir komplett gelesen. Es waren nicht die... Also es waren halt Risky Plays, aber Leute, wir sind hier im Close Team Sheet, ne? Ihr wisst Bescheid. So. Ihr seht, wie viel Damage das macht, ne? Volcarona hat eine richtig gute Spezialverteidigung. Auch der Voltwechsel macht viel Schaden. Und jetzt können wir halt Zauberschein drücken. Denke ich. Boah, wir können auch in den reingehen und Steinhagel drücken. Auch eine coole Sache. Steinhagel, Zauberschein. Ja. Kommt noch die Kaskade. Die macht nicht so viel. Sehr schön. Schade, dass die Kaskade jetzt nicht auf den anderen Slot gegangen ist. Ne? Das wäre sweet gewesen. Dann hätten wir nämlich direkt unsere Weakness Policy mal getriggert. Aber ich denke, dass wir jetzt hier einen coolen Double KO holen können, wenn wir beides treffen. Wenn er nochmal wechselt, wir haben Akani in the back, um da noch mit Betroa ein bisschen rumzuspielen. Wir haben dann noch einen Mogelhieb in the back. Es sieht sehr, sehr gut aus. Sehr, sehr gute zwei erste Turns. Vor allem mit dem Wutpulver auch, den Chip zu bekommen auf Garados. Da kommt Schutzschild, okay. Schutzschild und Wutpulver hat der drauf. So, wie viel macht der Zauberschein? Nicht so viel, er ist schon defensiv gebaut. Ist auf jeden Fall ein Supporter. Ich hoffe, dass wir jetzt treffen, weil sonst sind wir schon relativ low und er hat dann einen Eissplitter. Okay, wir treffen. Sehr schön. Sehr schön. Und damit haben wir hier schon mal einen KO bekommen. So, wen hast du noch in the back? Sieht auf jeden Fall gut aus, aber es ist natürlich noch nicht gewonnen. Er kann jetzt unseren Bizarro-Raum ganz gut ausstallen. Und da kommt Flutterman rein. Das ist überraschend. Der hat einen Schutzschild, ne? Und der hat die Booster Energy Speed oder spezieller Angriff? Spezialangriff. Gefährliche Sache. Wir haben nämlich noch zwei Runden Bizarro-Raum. Okay, dann finde ich das jetzt doch überraschend. Also Steinhagel kann halt missen, ne? Ich frage mich, ob ein Zauberschein an der Stelle gegen Volcarona reicht, aber ich glaube halt schon, ne? Aber wenn er den so reinschickt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass hier irgendwie eine defensive Terra... Das wollte ich nicht. Dachte, ich wäre noch auf dem Slot davor. Aber ist in Ordnung. Kommt leider Wurschern und ich habe eine Psychokinese draufgehauen. Ich hätte hier Zauberschein drücken sollen. Das war dumm. Das war dumm, weil hier kommt eine defensive Terra und der... Jetzt habe ich hier gerade durch einen Missklick das noch ein bisschen spannend gemacht. Kann natürlich trotzdem irgendwie alles nochmal gut ausgehen. Es kommt Terra Wasser, ist jetzt nicht unbedingt ein defensive Terra. Ja, vielleicht um den Stahl-Move so ein bisschen abzufangen. Die Psychokinese ist komplett wasted. Das war echt doof. Klar, ich kann jetzt immer noch flinchen, aber wenn jetzt hier ein Zauberschein kommt, kommt aber ein Spuckball, okay. Ja, komplett doof, weil wir haben nicht so viel gegen seinen Wo-Chien. Der wird auf beiden Schutzschild drauf haben. Und wir haben uns das jetzt hier... Wir hätten einfach Zauberschein und Steinhagel drücken können. Oder sogar Next Strike irgendwie auf den rechten Slot. Auf jeden Fall ist es gerade ein bisschen ärgerlich. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall rein in den Jungen. Ja, ich denke, dass wir hier einfach versuchen, Next Strike drauf zu hauen. Und hier können wir einen Uplight Heat drauf jagen. Können auch den doublen, aber ich glaube, es wird auf beiden einfach ein Schutzschild kommen. Deswegen jetzt einfach versuchen, möglichst großen Damage rauszujagen. Ja, Zauberschein wäre es gewesen. Wir hätten viel Damage gemacht auf den linken Slot. Wir hätten viel Damage gemacht auf den rechten Slot. Haben wir uns irgendwie... Ich dachte, ich wäre noch ein Slot davor, aber so, ja, so ist es halt manchmal. Ich habe ja schon gesagt, es ist früh am Morgen. Die Folge kommt morgen raus. Ich nehme gleich noch eine übelst nice Folge auf mit einem Team mit Knuddeluff und dem Elch. Vergessen, wie der heißt. Next Strike reicht nicht. Er schutzschildet auch nicht. Und das reicht auch nicht. Er schutzschildet nicht. Was ist mit dem? Samenbomben. Der ist offensiv und der macht übel Damage. Ei, was ist das? Ist der... Was? Hä? Lebenorb. Der ist besiegt. Das ist ein Lebenorb physisches... Ich verstehe gar nichts mehr.
Ich verstehe gar nichts mehr. Zauberschein. Pizarraum weg. Okay. Ich glaube, wir können es halt echt gewinnen, ne? Wir können es echt gewinnen. Hab ein bisschen Angst vor dem Terrorblast auf dem, aber ich verstehe schon wieder gar nicht, was hier passiert. Ich mache den dümmsten Missplay, das sah so gut aus. Ihr merkt, mit dem Zauberschein, das ist ein offensives Schneckerich gewesen. Wir hätten den einfach weggewämst ohne Ende. Flatterhaar wäre mittlerweile auch weg, weil der anscheinend kein Schutzschild drauf hat, so wie es aussieht. Sonst ist es ja immer Schutzschild in der Situation. Also der hat zu 100% kein Schutzschild drauf. So, Volcarona kommt rein. Der hat auf jeden Fall Schutzschild gezeigt. Ich gehe einfach auf den Steinhagel, was bleibt mir anders übrig? Und gehe ich auf den... Ja... Eigentlich auf den Upright-Heap. Ich könnte auch auf den Volt-Wechsel gehen, ne? Der killt ja an der Stelle. Und dann habe ich nochmal, wenn ich durchkomme, die Möglichkeit hier irgendwie ein Mogelieb rauszuhauen. Und Akani sieht gut aus. Akani sieht gut aus, defensiv. Es sei denn, der Terrorblast ist drauf, ne? Ihr wisst Bescheid. Und wenn er nicht drauf ist, dann haben wir hier eine Möglichkeit, das mit Akani auf jeden Fall noch zu gewinnen. Und es sieht mir nach einem defensiven Volcarona aus. Das heißt, selbst wenn da jetzt eine Hitzewelle kommt, leben wir die einigermaßen gut auf unserem Eisenhand. So, wir sind auf 150. Wir sind komplett speziell defensiv plus Offensivweste. Wir leben das. Wir leben das. Hitzekoller könnte noch glatt werden. Wir leben den nicht. Wir leben den leider nicht. Das ist ärgerlich. Was ist das für ein komisches Team? Das ist wirklich sehr, sehr komisch, weil das ist defensiv mit Beulenhelm und Wutpulver und Schutzschild und dann ist plötzlich so ein Hitzekoller drauf. Warum? Das ist echt absolut komisch gespielt. Okay, ja, ich gehe auf den Flammenblitz in den Slot. Vor dem Volcarona habe ich gar keine Angst mehr. Da wird jetzt ein Wutpulver kommen. Jetzt hätte ich gerne die Schutzbrille auf Akani drauf. Aber solange, ich sag's nochmal, solange kein Terrorblast auf dem Slot ist, alles cool. Wir haben so komisch gespielt, ne? Das Gute ist, ich glaube, ich habe immer gesagt, wenn ich echt komische Plays gemacht habe. Das heißt, ich habe auch gar nicht den Anspruch, natürlich perfekt zu spielen. Das wisst ihr auch. Und ich mache viele Fehler, aber ich glaube, ich lerne aus den Fehlern. Ihr lernt wahrscheinlich auch aus meinen Fehlern. Und, ja, ich weiß, wie das ist. Man sitzt zu Hause und denkt sich, was, warum machst du das? An manchen Stellen ist es vielleicht aber auch so, ey, cooler Play. Und er geht auf Zauberschein. Warum? Der hat doch schon Spukball gezeigt. Sind die Leute genauso lost wie ich derzeit? Also es ist ja immer Wutpulver und Spukball. Kommt der Hitzekoller. Selbst Crit leben wir 12-mal. Ja. Der ist auf minus 4 und damit haben wir es gewonnen. Hä? Ey, Leute. Ich weiß, es war eine komische Folge. Es war eine coole Folge. Die Matches waren absolut wild. Wenn er jetzt nicht noch hier irgendwie die Tag des Jahrhunderts auspackt, was ich nicht glaube, haben wir das gewonnen. Er hat uns das am Ende auf jeden Fall nochmal gegeben, weil ich sag so, Spukball, Wutpulver, Spukball, das wäre schon knapp geworden, weil, ne, Beulenhelmschaden, Rückstoßschaden, zweimal Spukball mit noch der Chance auf den Drop. Ich glaube, er realisiert gerade, dass das auch verkackt hat und ich auch. Er realisiert gerade, dass wir beide die lostesten Spieler in dieser Meisterballklasse sind. Aber ist okay, Toni, war trotzdem ein cooles Spiel. Er wird es nicht einsehen. Er wird es nicht einsehen, dass er das noch verloren hat. Aber wir holen uns diesen KO und ich sag im ersten Match, Weherba war ja einfach cooler. Ein Like für Weherba, ein Abo für mich und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge mit Knuddelhof und dem Elch wieder. Nicht der Elch, den wir dabei hatten, sondern dieser alte Elch. Ihr wisst schon Bescheid aus Gen 2. Wir sehen uns bei dem Video hoffentlich wieder. GG an Toni. Bis dahin und ciao.